Herzlich willkommen bei DJ and Sammy TV. Mein Name ist Costa, manche noch bekannt als DJ and Sammy. Und ich habe mir überlegt, so, wir wollen jetzt mal meinen Kollegen Vis-a-vis und Toxic mal ein bisschen Konkurrenz machen. Wir fangen jetzt auch mal an, YouTube-Channel-Videos zu drehen. Und dafür haben wir uns überlegt, werden wir einfach bekannte Menschen so in Minden Umgebung, die immer wieder was Besonderes gemacht haben oder besonders sind, einfach mal so einen ganzen Tag begleiten und so mal gucken, wie sind diese Leute überhaupt privat und wie sieht der Alltag so aus. Und als ersten Gast dafür haben wir uns jemanden überlegt, der die Mindener Gastronomie sicherlich weit nach vorne gebracht hat. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Ich meine unser Freund Hoka. Und ja, wir werden einfach mal One Day with Hoka machen, gucken, wie der Mann so seinen Tag verbringt. Wir kennen ihn ja eher so als Nachteule. Und gut, wir haben jetzt 12:45 Uhr. Wir waren mit ihm um 1 Uhr verabredet. Er ist nicht erschienen. Aber ich bin ja ein Fuchs und ich habe mir für den Fall der Fälle seinen Hausschlüssel geben lassen. Und jetzt ganz exklusiv werden wir mal gucken, was Hoka so zu Hause macht. So, exklusiv sind wir jetzt bei Hoka und im Schlafzimmer sehe ich schon, pennt jemand noch. Den jungen Mann werden wir jetzt mal wecken. Erstmal Ruhe. Der schläft. Wollen wir ihn mal nicht erschrecken, sondern mal Sand wecken. Hoka! Hoka! Ja. Mein Freund Costa hier. Grüß dich. Ah, ich Costa. Wie geht's dir? Harte Nacht gehabt? Oh, ja. Mensch, wir haben heute unser Interview. Wir wollen dich heute einen Tag begleiten. Hm? Wir wollen doch heute einen Tag mit dir verbringen. Warum? Ja, Mensch, die Leute wollen dich kennenlernen. In Sammy TV heute. Ja, pass auf, wir machen das einfach so. Du machst dich fertig, ziehst dir was an, ich mach schon mal einen Kaffee. Alles klar? Ja. Wir treffen uns gleich. Okay. Gleich hier geht's weiter mit Hoka. Ja, jetzt sind wir wieder zurück bei Insermi TV. Jetzt mit Hoka nicht mehr im Bett, sondern Hoka neben mir. Vielen Dank, ne, dass du heute uns zur Verfügung stehst. Und meine erste Frage wäre eigentlich, wie geht's dir? Gut. Gut, das ist schon mal eine schöne Antwort. So, der Bär ist im Moment noch nicht gut. Noch nicht gut, ne? Okay, ja, wir haben dich ein bisschen überrascht, ne? Gut, wir waren um eins verabredet, ne? Wir sind beide Südländer, wir kennen das ja mit der Zeit, ja, ne? Genau. So ist das halt, wir, ne? Wir brauchen nicht Termin. Nein, nein, wir brauchen nicht Termin. Eigentlich muss man so spontan, ne? Ja, ist auch das Beste, ja, ne? So, ich war so fast um 10 Uhr im Bett heute. Okay, morgens. Ja. Deswegen, ich habe noch nicht 3 Stunden geschlafen. Okay, beste Voraussetzung, aber so ist das halt, ne? Mit dir zu sein ist immer gut. Das freut mich, das ist ein Kompliment, vielen Dank. Ja, ja, das war echt geil von dir. Ich hatte immer Respekt, aber mit der letzten Show, wo du gemeint hast, City Talent, war eine super Show und ich bin so begeistert, wo ich dabei war, mit meiner Familie da. Ja. Und war ausgezeichnet, so. Super. Voll Stadttheater, fast 700 Leute, war geil. Ja. Dankeschön. War mehr, was habe ich so erwartet. Ja. Echt. Das natürlich von so einem Profi wie von dir. Wir werden ja gleich noch einiges von dir hören, der schon ja, eine kleine Karriere hinter sich hat, kann man ja so sagen. Ne? Ist natürlich ein schönes Kompliment, sowas zu hören. Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt nun bei dir zu Hause. Du hast gesagt, du hattest eine harte Nacht hinter dir. Oder eine lange Nacht, sagen wir es mal so. Ja, wir wollen ja heute gucken, wir haben ein neues Format, wir haben uns ja überlegt, dass wir einfach mal Leute, die so in Minden halt im Moment einen Namen haben oder viel bewegt haben, einfach mal ja, den ganzen Tag begleiten wollen. Und ich habe eben schon angekündigt, unseren Zuschauer, für mich bist du so die Figur, die das Mindener, die Mindener Gastronomie wieder nach vorne gehauen hat, so in harten Zeiten, ne? Deswegen wäre so meine erste Eingangsfrage, bevor wir dich noch ein bisschen kennenlernen: Wie bist du auf die Idee gekommen, in Minden eine Bar zu machen, in Zeiten, wo es sich eigentlich wahrscheinlich wirtschaftlich nicht lohnt? Stimmt, ja. Im Moment, wo habe ich die Hoka Bar übernommen, war fast die Gastronomie ist eine Zeit, wo läuft auch noch nicht. Ja. Gut, ist ein bisschen Krise jetzt.
Aber ich war hier in Deutschland so 11 Jahre Koch. Okay. Ich war in Nalses Forsthaus, in Bückeburg. 6 Jahre, 5 Jahre war ich in Garbsen, Treuer, bei griechischem Restaurant. Ich kann auch Griechisch sprechen. Ne? Ja, super, ja, das sag ich ja. Ja, finde ich gut. Und nachher war ich auch bei Enchilada. Ich habe angefangen als Koch, kurze Zeit. Und nachher in Abend da bei Enchilada, ich hatte die Idee, warum ich nicht. Okay. Ich wollte einfach einmal probieren, so. Ja. So wie mein Logo ist immer locker bei Hoka. Ich wollte das echt so einmal probieren, ganz locker. Ja. Mit meiner Art, so einfach. Das war in welchem Jahr genau ungefähr? Oder weißt du das noch? 2008. 2008, ja. Ja. Das gilt für jetzt für das 6. Jahr Hoka Bar. Ja. Anfang war fast 2 Jahre. Ich war so jeden Tag oder jeden Monat, habe ich gesagt, letzte Monat, ja. War immer so. Okay. Und nach 2 Jahren hat angefangen ein bisschen besser und jetzt ist Hockerball. Okay. Ich hatte Anfang, ich hatte 2 gute Kneipe, ein links, ein rechts, war Grüne Fee und bei hier Bar. Laden mit Namen Minden war ja. Nur voll, beide Laden. Ne? Ja. Und ich vergesse das niemals, ein Samstag. Ich habe 0 € Umsatz gemacht, aber 0. Okay. Da ist man schon frustriert, oder? Ja. Da ist man ein bisschen traurig, auch den Menschen, ja, was ist ja, los, ja. Ne? Beide laden Leute von einer Bar bei andere und so. Und kein Mensch. Aber ich hatte so immer, wie gesagt, wer einmal kommt bei Hoka, kommt wieder. Okay. Und so hat angefangen das. Erst ein, zwei und Leute haben gerettet so. Ja. Und jetzt. Jetzt so, läuft's gut. Geschafft. Ja, darf man noch mal sagen, oder? Das läuft einfach ja, gut. Ja, echt, ist doch ja. Schön, ne? Ja, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, das ist erstmal die Anfang, also 2 Jahre ist eine lange Zeit, die man aushalten muss, ja, sicherlich, ne? Ja, schwer, aber. Das ist auch eine schwere Zeit und das, was du sagst, kann ich nur bestätigen, ne? Dieses, wenn man, glaube ich, einmal bei Hoka war, dann kommt man einfach wieder, weil, ja, für mich war so das Besondere daran, dass du begrüßt zum Beispiel jeden einzeln, ja, ne? Also, ist das so eine Strategie von dir oder bist du das einfach als Mensch so oder was, warum machst du, also das macht ja nicht jeder, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt keinen Laden nennen, aber in Minden, aber irgendeinen Laden reingehe und Kaffee trinke, da kommt keiner, der Chef nicht zu mir und sagt, hallo Costa, schön, dass du da bist, ich freue mich, ne? Ja, das ist mein Art. Guck mal, ich denke nicht, ein Kunde kommt bei mir und ist Kunde. Ich denke so, Hockerball ist mein Haus. Ja. Und wer kommt in mein Haus? Normal, ich gehe draußen, begrüßen, hallo, wie geht's und so. Ja. Besonders jetzt in Bar, wo er kommt, mit seinem Geld, will er Spaß bei mir. Ja. Ich finde das ein großer Respekt, wo die Leute wollen Hockerbar für mich, ja, erst. Ich nehme das persönlich. Ja. Deswegen bei mir fällt diese Art so bei Kunde, hallo, was kann ich für dich tun? Bier geben und ja. Nein. Ich kann nicht erst, weil ich gehe bei jeder ja. In einem, jetzt ist der Fest, wenn ich manchmal vergessen jetzt, ja, die meine Kunden sind böse, Hoka, was ist los? Ja. Ah ja, okay. Okay. So, und ich gehe mit jeder, jetzt bin ich mehr so mit Kunden, die Probleme, alles was sie haben, jeder redet mit mir für Probleme, wo hat, kann ich helfen oder so, eine verschiedene Richtungen so. Ja. Und jeder Kunde sagt bei mir so, Hoka, wir fühlen bei dir wie zu Hause. Ja. Das habe ich geschafft. Ja, das ist schön. Ich denke, das macht es auch so heimisch und so schön möglich. Wie gesagt, dieses, dass man sich dann wohlfühlt und denkt irgendwie nicht, der will nur mein Geld, ne? Sondern man kommt auch hin und man denkt, ich kann mich da auch nicht unterhalten. Und ja, und es hat sich ja ein bisschen eingebürgert auch so. Ja, bei dir geht es ja ein bisschen später los, ne? Ich ja. Kenne das auch aus meinem Heimatland Griechenland. Mensch, da geht eigentlich vor 12 Uhr keiner raus. So, ist doch viel zu heiß, ne? Und dann geht es eher nachts los und ja, ist das nicht anstrengend? Ja klar, ist anstrengend, wegen bei mir fängt so Laden voll zu sein ab 2 Uhr Mitternacht. Und diese Zeit, die meine Kunden haben irgendwo gefeiert. Ja. Und sind auch mit ein bisschen Alkohol. Ja. Ein paar Leute so. Und sie wollen mehr Spaß, wo ist nicht erlaubt so laut. Ja. Sie wollen tanzen und
manchmal gibt auch ein bisschen, nicht Probleme zu sagen, ja. So, Probleme gibt auch, aber jetzt auch mit dieser Rauchergeschichte haben wir auch andere Probleme, ist das ja. Jetzt ist okay. Mehr streng, jetzt ist, ist ja. Für Kneipe ist auch große Probleme. Ist schwierig, das, natürlich. Ja, ne? Ja, ja. Klar, ich kenne das selber, jetzt gerade in der Winterzeit dann als Raucher raus zu müssen. Aber gut, das sind halt die Gesetze, das ist so, dann müssen, ja. Wir, dann müssen wir durch. Ne? Ja. Und also mit dieser Strenge, ich schaffe alles mit ja. Meinen Kunden. Ja. Gehe ich da und sage, hey, weißt du, wo du bist? Bist du bei Hocker hier? Ah ja, Hocker, Entschuldigung. Ja, ein Punkt, den du eben angesprochen hattest, so Ärger. Also ich muss sagen, ich habe noch nie gehört, dass es in der Hockerbahn Schlägerei gab. Und das finde ich heutzutage sympathisch, ne? Weil ich denke immer so, oder ich habe immer die Vermutung dann halt, naja, wenn eine Bar 2 Uhr erst losgeht, wie du sagst, dann kommen die Leute oft schon betrunken und jeder geht ja anders mit betrunken. Manche sind lustig und lachen sich kaputt, ja. Manche werden ein bisschen aggressiv, das ja. Ist leider so. Und, aber ich habe selber noch nie das gehört. Und das ist, wie machst du das? Das kannst du mal in Discos empfehlen, glaube ich, weil da gibt es ja öfters mal Ärger. Ne? Ja, aber Discos sind ein paar tausend Leute, muss man. Ja, okay. Und ne? Bei Hocker Bar sind 100, 150 Leute. Ja. Und von 150 Leute kann sein, 130 sind meine Freunde. Oder mehr, 140 ja. Mit Sicherheit. Okay. Und trotzdem besoffen ein paar, haben Respekt für mich, die Leute. Und das war, wie gesagt, ich sage, hallo, guck genau. Mal, weißt du, wo du bist oder nicht? Ja. Ah, oh, ja, Hocker, okay, geht, ja. Geht das so, läuft, ja. Ich glaube auch, das ist meine Vermutung auch. Ich glaube einfach, weil sie, die Leute freuen sich, dass es wieder dieses Angebot gibt, dass sich das einer auch traut, ne, sage ich mal, sowas zu machen und denken, warum soll ich mir das kaputt machen, nämlich hier Ärger machen. Ja, ja. Weil wenn jetzt einer Ärger machen würde, würde er wahrscheinlich Hausverbot kriegen, das ist so. Ja, ne? Klar. Kommst du ja nicht anders weg. Und dann denkt er, scheiße, ne, dann darf ich nicht mehr nach Hocker, ist auch nicht ja, schön, ne? Ich habe viele Sachen, wo ich kann sagen, so geile Sachen in meinem Bar, wo ich vergesse nie. Ja. Es sind vielmal so Mädels mit 19 oder 20 und mit Handy. Hocker, meine Mutter ist da, sag du, ich bin bei dir. Ich kenne die Tochter nicht und Mutter sowieso nicht. Sag, ich bin Hocker Bar, Hocker hier. Ist meine Tochter bei dir? Okay. Ja. Das ist super. Ja. Das bedeutet, sie haben Vertrauen in die Hocker Bar. Ja. Und ich lasse keine Kunde so draußen besoffen, im Winter oder so, oder wenn junge sind. Ja. Das Besonderes, ich aufpasse so viel Besonderes, wegen der Weise, was passiert in der Straße, wenn ja. Besoffen sind. Ich sage, komm mal her, bleib du hier, wer holt dich? Mhm. Schön. Bleib du hier, ja, Hocker, ich war draußen. Nee, hier. Ja. Ist Gesetz bei mir. Das heißt dann eigentlich, du hast trotzdem alles im Blick. Auch wenn man so manchmal alles. Denkt, Mensch, der hat jetzt selber irgendwie Party zu tun. Du hast das trotzdem alles im Blick dort, ne? Ich bin in meinem Bar niemals nur in diese Ecke. Ich kann mit dir reden, aber meine Augen sind überall. Ja. Überall, jede Sekunde. Ja. Ja, sonst funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht, ja, das stimmt. Und ja, wie du sagst, die Leute, die... Die kennen einfach viele Leute, ne? Und hast du damit gerechnet? Weil das ist ja so, nee. Ne? Das ist ja, wie gesagt, ich nehme mal ein bisschen was vorweg. Du bist Schauspieler auch gewesen oder bist ja. Immer noch Schauspieler theoretisch. Da kommen wir aber später zu dieser Schauspielkarriere. Das heißt, du weißt schon, wie das so ist mit, sage ich mal, wenn einen Leute auf der Straße erkennen und ansprechen. Aber das war halt ein anderes Land. Und jetzt kommst du nach Deutschland, machst was ganz anderes. Du hast vorher noch nie Gastronomie gemacht, ne? Nie Gastronomie. Und bist jetzt so eine Kultfigur, also wirklich eine Kultfigur, ne? Wir kommen nachher später, wenn wir nochmal kurz in deinen Laden gehen. Es gibt von dir Werbung, es gibt Kleber, es gibt T-Shirts, also ja, hast du damit gerechnet, dass das so passiert? Nee, nie im Leben. Nein? Alle sind so langsam selber gekommen, ne? Ja. Aber das, mein Beruf, gelernter Beruf als Schauspieler, hat mir mit Sicherheit geholfen, so mit... Ja. Mit meinem Kunden zu nicht spielen, ja. So diese Freundschaft, ja. Die ich habe mit meinem Kunden so. Ja. Und manchmal ich kann auch ein bisschen hart sein, ne? Ja, muss gehört ja auch dazu. So. Muss ja auch so, ne? Ja, auch in Bühne als Schauspieler bin ich ja. Auch manchmal hart. Ja. Deswegen kann ich sagen, so, mein Beruf hat mir geholfen, auch hier in Gastronomie. Ja. Ja, wir sitzen jetzt hier schön bei dir zu Hause und was mich jetzt natürlich, dann kommst du mir ein bisschen heimisch vor, dann frage ich mich natürlich, wie ist das so? Wer steht hinter Hocker eigentlich? Du hast ja eine Familie zum Glück. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen über deine Familie einfach. Ja,
Familie hat mir viel unterstützt. So. Ohne Ruhe in Familie kann Hocker nicht so Hocker sein. Okay. Meine Frau macht hier was sie Haus, braucht eine Frau, wegen ich bin für gar nichts zu Hause. Kann ich nicht. Okay. Und ich habe zwei Kinder, zwei Söhne. Mein großer Sohn Flammo ist 29 Jahre alt, hatte Malermeister, hat einige Filme in Bückeburg und läuft gut auch. Hat 11 Mitarbeiter und schön. Und mein kleiner Sohn, Genie Hocker, er macht bei Handy 28 jetzt Ausbildung bei Mike Wietze und spielt auch Fußball in der Landesliga Düsseldorf. Oh, schön. Und meine Frau macht Buchung. Ja. Hier, wo ist ein großer Teil. Das kann ich nicht. Das heißt, sie hat die Finanzen im Blick. Ja. Wenn ich in Arbeit gehe, ich habe keinen Cent mit. Ja. Ich habe Ministerium, Frauenministerium zu Hause. Du, es ist kein Geheimnis. Man sagt, hinter jedem Mann steckt eine ganz starke Frau. Ne? So ist das halt. Ne? So ist das. Anders geht das nicht. Ne? Geht nicht. Sonst. Ja. Ich schaffe alleine gar nichts. Und die unterstützt dich da 100% oder ist jemand am Schimpfen so, Mensch, Hocker, komm, bist du mal zu Hause? Ja, wenn ich manchmal bin und meine Augen ein bisschen im Schiff, sag, ey, was meinst du, du stirbst, mach diese Ladung zu. Okay. Ja, ich bin ein bisschen tolerant so mit meinen Kunden. Ja. Wegen jeder Kunde und Hocker trinken wie eine. Manchmal, echt, ich will gar nichts trinken. Ne? Ich sag, nee, trinke ich nicht. Ah, oh, Hocker, falscher Beruf, eine mit mir. Ja, okay, naja, kommt die andere. Nur eine, nur zwei, nur drei. Naja, kann ich weitermachen. Okay. Ist schwer Job so. Ja. Deswegen, meine Frau hat immer mit mir Probleme für Alkohol. Ja. Ich habe viel reduziert jetzt in letzter Zeit, hätte ich zu sagen. Ja gut, man muss ja auch irgendwann mal, ne? Irgendwann geht ja nicht mehr, ne? Ja, da sind ja ganz viele interessante Themen jetzt drin, ne? Mir fallen sofort ein. Einfach das Wort Jägermeister fällt mir ein, Feuertanz, aber da kommen wir später zu. Da lassen wir die noch ein bisschen warten. Ne? Ich glaube, da warten die das ganze Interview auf, dass du mal erzählst, warum den Feuertanz. Aber da lassen wir ein bisschen Spannung noch drin, okay? Heute ist Samstag. Okay. Ja, vielleicht noch abschließend nochmal zu deinen Söhnen, wo du sagtest. Ja, die werden bestimmt auch drauf angesprochen. Mensch, dein Vater Hocker, ein cooler Typ, dies, das. Kommen die damit klar? Finden die das gut? Oder sagen die auch, Mensch, Papa, was machst du da? Nee, das finden meine Söhne sehr gut. Ja. Besonders Gene, weil bei Dietze da, bei Handy 28, hat er Hocker hier. Ja. Und Gene konnte, kennst du Hocker von Hockerball? Gene sagt, ist der Sohn. Echt? Oh, du hast einen coolen Vater, dein Vater ist mein Freund. Ja. Viel Gene sagt, Papa, weißt du, wie viele Leute sagen mir jeden Tag so, oh, dein Papa ist mein Freund. Ja, schön. Ja. Ich finde das sehr gut, so im Mittelpunkt zu sein. So. Ja. Ich mag das, wenn ich in die Stadt gehe, ich bin wie im Bar, hi, hallo. Okay, ja. Jetzt wo du es ansprichst, jetzt wo du sagst, der 28, fällt mir gleich die Minder Innenstadt ein. Machen wir einen kleinen Spaziergang. Jo. Vielleicht müssen wir auch zwischendurch was essen bestimmt, du hast auch bestimmt Hunger, oder? Gerade aufgewacht. Ja. Ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach Minden, fahren nach Minden. Und dann sehen wir uns gleich wieder in 2Meter TV mit Hocker. Ja, so schnell geht das, liebe Leute. Jetzt sind wir in der Stadt, in der schönen Minnenstadt. Und ja, du hattest eben bei dir zu Hause erzählt, dein Sohn, Ausbildung oder arbeitet hier? Oder was macht Ausbildung, Ist in der Ausbildung. Ausbildung. Und ja, wollen wir den mal ein bisschen überfahren, gucken, was er sagt, oder? Gehen wir einfach mal rein. Hi, Jungs. Ja, Hocker! Hey! Na? Alles klar, Hocker? Ja. Geht's dir? Jetzt voran. Alles gut? Ja. Jo, Kostas. Tag, grüß euch. Hallo. Hallo, in der Runde. Hi. Alles super? Hi, Kostas. Tag, hi. Hi. Darf ich mal hinten ran? Klar, ja, komm schon. Oh, super. Ja. Schön. Ja. Gut, und selber? Ach, ja? Super. Hat Arbeitstag? Aber das. Nö, heute Samstag, ja, ruhig. Ne? Ja? Wie lange musst du noch? Ich darf noch eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden, ja, das ist nicht schlecht. Ja, ich wollte immer schon mal weiter. Also, kann ich mir meinen eigenen Vertrag zusammenstellen? Hier geht das alles? Also, natürlich. Ja, klasse. Ich bin natürlich auch Kunde hier, ne? Also, ganz klar. Ja, wir machen hier heute mit deinem Papa so eine kleine Interviewreihe. Okay. Ne? Oder beziehungsweise
Wir haben das genannt so One Day with Hoka. Ne? Wir haben ihn begleitet, wir waren schon eben bei euch zu Hause. Okay. Ne? Ich war nicht in deinem Zimmer, du wohnst ja noch zu Hause, gehe ich von aus. Ich ne? bin noch bei denen, ja. Ne? Hast du ja Glück gehabt, wir waren nicht in deinem Zimmer. Ja. Ne? Hattest du aufgeräumt? Weiß ich gar nicht, mehr. Okay. Ja, ist nicht schlimm, ich kenne das. Muttersohn. Ja, und ich habe deswegen geheiratet, alles gut. Du, die Frage liegt eigentlich sehr nah. Wie ist das so, wenn man so einen Vater hat, der ja überall bekannt ist, ja, wie ein bunter Vogel, hätte ich gesagt, und überall kommt man hin und dann kommen die Leute hier hin und lesen deinen Namen wahrscheinlich und bringen dich in Verbindung. Ja, ist schon sehr oft, dass ihr von denen kommt und sagen, Hoka? Ah, nicht mit der Hoka, oder? Doch, der Sohn. Echt? Oh, dein Vater ist der Coolste, mit dem war ich so. Also, dann geht dann los, die ganzen Geschichten. Ja. Das ist schon echt heftig, was man alles hört, ne? Ja. Mhm. Okay. Nee, ansonsten, ist schon super geil, so. Ja. Manche sagen ja so, oh Mensch, boah, was machst du da oder so, aber so stehst du dahinter, findest du das cool oder sagst du lieber ja, too much oder? Ich sag mal so, angefangen hat das mit dem ersten Feuertanz, da dachte ich so, was ist jetzt los, ne? Was macht er da? Okay. Wo ich gesehen habe, wie das die Leute feiern, einfach mal jeder so rum und, oh geil, Feuertanz, seitdem denke ich echt so, alles klar. Ja. Ich meine, keiner redet über ihn, ja, dein Vater ist schon ein bisschen so verhindert, sondern jeder feiert ihn einfach. Ja. Sagt er, es klingt cool und... Okay. Ja, ich unterstütze ihn schon, ich stehe hinter ihm auf jeden Fall. Ja. Und jetzt wo du sagst, Feuertanz, kannst du den auch? Ist das vererbbar oder kann man das lernen? Kann man da einen Kurs mal machen? Oder? Natürlich, im Wohnzimmer sitzen wir und. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo man immer sagt, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen zu Hause. Nein, hat er schon oft genug gesehen, also. Du könntest ihn im Notfall. Ich würde ihn können, ja. Wenn der Pegel dann auch stimmt, vielleicht. Dann. Ja, vielleicht sehen wir ihn ja irgendwann von dir. Ne? Wäre auch eine schöne Geschichte. Vielleicht zusammen so. Halt, ne? Aber gerne machen, also, gucken wir mal. Ne? 10 Jahre Hoka-Bar, oder? Wenn 10 Jahre Hoka-Bar sind, dann mache ich mit. Gehen die Feuer. Dann mache ich die Feuer. Dann stelle ich mich darum. Okay, ja, dann sehen wir uns in 4 Jahren live nochmal wieder. Nee, perfekt. Super. Sag mal, ist noch irgendein Mitarbeiter hier? Da hätte ich noch irgendeine Frage. Ja, ist gerade unten. Ja? Mario, hast du ganz kurz? Ja, Mario ist sofort da, wir warten gerade noch eine Sekunde, obwohl, jetzt sehe ich sehe gerade ganz spontan jemanden, ja, der winkt, komm mal rein, ja, kennst du den noch? Damit können wir sicher die Zeit ein bisschen überbrücken. Hallo. Hi. Hi, alles gut? Ja, Mensch, komm mal. Super Talent Sieger hier. Ja. Hoka! Mats, grüß dich! Hi, alles gut? Ja, alles gut. Ja, schön, ich habe dich gerade gesehen so durch die Scheibe und dachte, hol ich dich mal gerade mit rein. Relativ spontan jetzt, wir mal drehen so ein, wir begleiten Hoka mal so einen Tag so in seinem Alltag. Und du hast ihn jetzt auch ja kennengelernt, ne? Ja. Gerade die Aftershow-Party, ganz spontan, war bei ihm im Laden nach dem City-Talent. Super, klasse. Kannst du vielleicht so ein, zwei Sachen, die du so mit Hoka verbindest, so, die dir so spontan einfallen? Also ich glaube so, meine ersten Auftritte waren auch in der Hoka-Bar. Okay. Da haben wir uns noch nicht ganz kennengelernt, da war das noch so, ne? Waren so die ersten Hip-Hop-Jams, die sind in der Hoka-Bar gelaufen und da konnte ich auch schon so ein bisschen das Publikum begeistern da und das war schon super auf jeden Fall. Ja. Also kannst du die Hoka-Bar weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Ne? Ja, schön, danke, ne, dass du da so. Was machst du gerade, was kommst du vom Einkaufen? Ich komme vom Essen gerade. Vom Essen, ja. Auch nicht schlecht, ja, wir haben noch... Ich hatte gesagt, hast du Hoka-Tischels mit? Ach so, das ist sehr schön. Sehr schön. Ja. Nee, alles klar. Mats, danke schön. Ne? Vielen Dank. Wir sehen uns. Kein Ding. Ne? Viel Spaß noch. Ja. Ne? Ciao. Tschüss. So, jetzt haben wir ganz spontan live gehandelt. Und wir warten jetzt. Oh, da steht schon daneben. Das habe ich wirklich nicht gesagt. Kein Witz. Passiert. Hi. Alles gut? Alles gut. Super. Ich wollte nochmal mit einem von sozusagen Mitarbeitern nochmal sprechen, abgesehen vom Sohn. Weil ich habe letztens bei Hoka im Laden diese Bierdecke gesehen, wo drauf stand, Hoka telefoniert auch mit Handy 28, irgendwie so, wir gehen dann ja nochmal in den Laden, da gucken wir uns die nochmal genau an. Warum habt ihr jetzt Hoka als Werbefigur genommen? Er gehört nach Minden, er passt nach Minden wie ein bunter Hund, man kennt ihn, gerade durch seinen Sohn. Ja. Jedes Wochenende sind da Feiern. Ja. Und da wir auch ganz gerne mal feiern, bietet sich das
Okay, also passt gut zusammen. Passt auf jeden Fall. Ne? Ich fand das auf jeden Fall eine sehr kreative Idee. Ich bin eigentlich mitten, habe ich noch nie aus von dem Geschäft gesehen, dass da stand der oder der. Finde ich ganz cool. Geht ja, ne? Schöne Sache. Und Hooker, was machen wir jetzt? Bei uns muss ja irgendwie weitergehen. Also, ja, wir Kaffee trinken jetzt. Kaffee trinken. Wir gehen Kaffee trinken. Ne? Lassen Sie mal weiterarbeiten. Alles klar, weiter geht's. Perfekt. Ja, so, wir haben uns jetzt einen Kaffee verdient, würde ich sagen, oder? Ja. Aber du musst mir heute einen Gefallen tun. Du hast mich so oft eingeladen, ich möchte dich heute einmal einladen. Alles klar? Geht. Okay, super, los geht's. So, wir sitzen jetzt hier im Extrablatt und ist schön hier, finde ich auch, wirklich. Und ja, bevor jemand kommt mit der Bestellung, können wir ja schon mal weitermachen mit unserem Interview. Ja, wir haben es kurz angesprochen, du warst ja Schauspieler, oder man ist das ja immer, aber nicht mehr aktiv. Wie bist du zum Schauspieler, wie viele Jahre bist du Schauspieler geworden? Na Schule habe ich studiert, Schauspieler. Ich habe 9 Jahre als Regisseur studiert daher und habe ich 18 Jahre in Albanien als Schauspieler. Und nachher, nach 90er Jahren, ist das auch hier in Berlin, Mauer gefallen, so, ist auch bei uns. Früher war Kommunistland bei uns. Und war nachher Demokratie und Kosovo auch Krieg und hatte viele Probleme so. Damals waren meine Kinder war so klein und viele von uns sind weg. Und erst wir haben uns weg für ein Ruheleben, für unsere Familie, für unsere Kinder. Und nachher langsam, wir sind hier in Deutschland so viele Jahre jetzt und meine Kinder sozusagen sind Deutsche in Albanien, ja, und Albaner in Deutschland. Ja, das kenne ich auch. Das ist so, das kann ich auch aus meiner Geschichte erzählen. Ja. Immer wenn wir in Griechenland waren, hat man gesagt, da kommen die Deutschen. Deutsche, ja. Ne? Und wenn wir hier sind, sind wir die Griechen. Also auch komisch. Für Kinder ist das auch ganz komisch, ne? Weil ja, die denken, hä? Aber das ist halt so, ne? Ja. Und deswegen bin ich hier. Mir tut weh mein Job. Als Schauspieler, Bühne ist mein Leben. Ja. Trotzdem, ich bin auch manchmal hier auch in Deutschland, gehe ich fast so einmal im Monat, manchmal so irgendwo als Schauspieler, so Moderator oder Gedichte im Albanischen Verein. Ja. Ein Jahr habe ich auch versucht, hier in Minden, habe ich gespielt in einem Theater, Don Camino und Pepone. Okay. Hier in der Freibühne hier in Minden. Ja. Aber mit Theater, ich könnte nicht leben hier. Ja, okay. Ja, so, ja. Und jetzt mit meinem Bar, ich habe keine Zeit so regelmäßig im Theater. Ja. Hier in Minden, aber Bühne bleibt mein erste Sache. Ja. So vielleicht für die Leute, dass sie das vergleichen können. Also Schauspieler kann ja jeder sein, sagen wir nach so einer Ausbildung. Aber bei dir ist es ja so, du warst ja schon ein richtiger Star, also ne, du konntest da nicht so unbedingt die Straßen lang gehen, ohne dass sich viele Leute ansprechen, oder? Ne? Ja, ich habe gelernt Schauspieler. Ich habe gespielt so viele Jahre und ich hatte Erfolg als ja, Schauspieler. Also Fans auch, du hattest wirklich ja, Fans? Ja, ne? Habe ich meine Fans. Oder hast du noch? Sonst also, wenn ich gehe in der Bahn, also gesehen ein paar Interviews. Ja. Wenn ich da bin, ich bin überall Interview. Und viele Leute sagen mir da, ich fände da, ich muss da sein. Ja. Aber Familie zwischen jetzt ist ein Schwerpunkt. Ja. Wenn ich denke, Bühne, ich will jetzt sofort weg. Ja. Aber ist schwer, Kinder jetzt hier, meine Kinder, die vorgesprochen sind, ja, hier und ja, für mich ist es schwer jetzt. Ja. Aber mir hilft dieser Beruf hier, Mokabar. Bin ich auch viel mal da auch Schauspieler. Ja, und sag mal, viele wollen ja genau das, also die wollen ja so berühmt werden. Und du warst ja, oder du bist also immer noch berühmt. Ist das auch anstrengend? Ist das nervig, die Leute, die kommen und Fotos und reden und Interviews und nervt das? Genau, guck mal. Ich sehe noch viele Star im Fernsehen.
wo sind, haben Probleme mit Paparazzi oder mit Leuten. Ja. Aber meine Meinung, sie spielen. Okay. Ich finde das geil, wenn ich überall, wo ich gehe, hocke, ich mag das. Ja. Kann sein, andere Leute, ich mag das nicht, aber ich mag das echt. Ja. Wenn ich Straße gehe oder irgendwo, habe ich so viele Fans hier auch, in Minden, das war geil. Sonst die beste so Geschichte für mich bleibt auch, ich war vor 3 Wochen jetzt, ich war in Dillingen. Ne? Und Abend, hier waren so 4 Männer und Abend gehen wir so eine große Bar da. Ja. Hatte fast 1500 Leute da. Und wir sehen da in Bar drin 2 Jungs mit Hocker-T-Shirt und war eine Gruppe von 20 Leuten, alle haben gesagt, oh, Hocker da im Bar. In Willingen. In Willingen. Und die alle Leute da, wo kennen mich nicht, haben gedacht, Costa Cordalis ist hier. Okay. Nicht schlecht. Und die haben gesagt, hey, kein Costa, wir hocken hier, guck mal. Ja. Das war super. Okay. Also, Armando, kannst du 2 Kaffee? Kommt Armando hier. Hallo. Ja, ich hätte gern, ich hätte einen Latte Macchiato. Ein Espresso. Hopp. Dankeschön. Bitteschön. Ja, ich habe dich jetzt so verstanden, dass von deinem Herzen her würdest du gerne auf der Bühne stehen, aber man muss halt irgendwann an die Familie denken. Und, ne, du warst dann viel unterwegs und was müsste denn passieren, oder wenn jetzt, sagen wir mal, ich wäre eine große albanische Filmfirma, wie würde ich Hoka noch mal zu einem großen Film überreden können? Guck mal, das ist... Das ist eine miese Frage, ne? Etwas, das kann dir geben jetzt eine professionelle Antwort. Ja? Für einen Film, so... gibt viel Sache vor. Ja. Gibt erst Kinoprobe, passt in diese Rolle oder nicht. Ja. Und passt mein Gesicht in diese Rolle. Ja. Sind viele Sachen vor. Ja. Wo der Regisseur entscheidet, dass wer spielt diese Rolle. Nachher, ich bin nicht Hocker mehr. Schöner? Ja. 2 Jägermeister? Jägermeister? Wird bestellt. Ohne Jägermeister geht nicht bei Hocker. Ja, unglaublich. Vielen Dank. Ja, Viertel vor 3. Nehmen wir jetzt unseren ersten Jägermeister schon? Naja. Typisch Hocker. Typisch Hocker, würde ich sagen. Ohne Jägermeister geht nicht. Ja, dann Prost, mein Freund. Vielen Dank. Ja, super. Gut. So ist das, wenn ich einen Roll nehme. Naja, ich bin nicht Hocker mehr, solange dieser Film ist fertig. Ja. Kann so schlafen, kann so essen, egal wo du bist nicht selber mehr. Du bist in der Rolle voll drin, meinst du? In der Rolle, ja. Wir sagen, Rolle muss in der Haut sein, im Blut. Ja, damit es echt ist. So, so kannst du nicht spielen. Ja. Zum Beispiel will ich jetzt einen großen Namen spielen oder einen großen Rolle. Ja. Und kann es sofort geht nicht. Das muss. Das heißt halt, wie gesagt, geht im Herz. Ja. Das heißt, meine Frage war so, also ist Geld entscheidend? Also, weil du hast gesagt, du hast ja mehr oder weniger aufgehört jetzt mit diesen großen Sachen. Ne? Aber wenn jetzt, ich bin jetzt eine Firma und sage, Hoka, du kannst jetzt eine große Rolle bekommen, du passt dann alles rein und ich gebe dir jetzt, weiß ich nicht, 1 Million Euro und dafür musstest du aber ein halbes Jahr von deiner Familie weg. Würdest du das machen oder dann nicht? Nee, Geld das, ich kann das ohne Geld machen. Okay. Das mache ich sofort, ich würde sofort sagen, sofort nehme ich das. Aber wenn Thema Geld geht zwischen und Familie, ich entscheide in Familie, natürlich. Das ehrt dich. Das ist schön so. Deswegen, ich arbeite so hart, du hast ihm vorgesprochen, in Familie. Ja. Ich gerne eine große Rolle, einen Film spielen. Aber Familie ist Familie. Okay, schönes Wort. Es
ist ja nun so, du sagtest eben auch, du musst dich auf Rolle vorbereiten. Ich gehe mal davon aus, dass du in deiner Karriere schon ernste Rollen gespielt hast, lustige Rollen. Du warst bestimmt mal verschiedene Leute auch. Was machst du am liebsten und was nicht so gerne? Welche Rolle? Ich bin für Drama. Für Drama. Tragödie. Ich bin nicht für Humor. Okay. Musstest du noch nie eine lustige Rolle spielen? Habe ich gespielt eine, aber hat nie gepasst. Hat nicht gepasst? Hat nie gepasst. Aber ich finde, du bist so ein lustiger Typ, aber auf Bühne dann nicht so? Ja, im Leben bin ich ganz andere. Okay. Bühne kann ich nie so Humor spielen. Ja. Trotzdem, Hockerball läuft nur wegen mir so als Spaß, ja. Meine ich so. Ja. Aber in Bühne Humor, Leute zum Lachen, kann ich nicht. Okay. Ich bin für Gedichte, so für Rollen, ja. Ja. So mit Potenzial. Okay. Jetzt ist das so, man kennt das halt so oder man hört es halt viel so von Schauspielern, dass sie irgendwann, kommt ja viel auf sie zu, weil das sind so Personen, die jeder für sich haben möchte, als wie so Werbefigur, zum Beispiel hier. Und jetzt greife ich mal ein heikles Thema an, und zwar die Politik so. Wie war das bei dir so? Ist das so, wurdest du da auch irgendwie angesprochen, dass du so irgendwelche politischen Meinungen vertreten sollst oder... Und hast du das getan oder hast du dir über die Finger von gelassen oder wie ist das gewesen? Politik hat in mein Leben nie gepasst. Ich war niemals Politik. Okay. Ich hatte ein großes Angebot vor 5 Jahren, echt Politiker zu werden. Aber ich habe gesagt, meine Politik ist mein Land, meine Politik ist meine Familie, meine Politik ist lieb zu sein mit alles. Ja. Wegen ein Schauspieler, wenn Politiker wird, nachher hat Probleme mit dem Rest von Opposition und so. Okay. Ich will so sein, wie ich bin jetzt. Ja. Politik ist nicht mein Leben. Ja. Nee. Trotzdem, ich habe gesagt, bei Angebot, wo ich hatte, so für etwas in Politik, ja. Ich kann viel Geld gewinnen, ne? Aber ich habe gesagt, passt bei mir nicht. Und ich bin stolz, habe ich das nie gemacht. Ja. Vielleicht, was jetzt so unsere albanischen Zuschauer interessieren würde. Ne? Du bist ja, ich so habe dich kennengelernt, das ist auch schön so, sehr nationalstolz. Du bist stolzer Albaner. Ja. Ne? Ja. Und wie bist du so zufrieden mit der Entwicklung in deinem Land so? Ist das, läuft das gut oder, ne? Ich habe immer Verbindung mit, wegen meiner Familie, waren da. Wer wohnt noch da? Hast du noch viele Familien da? 3 Brüder. Drei Brüder? Ja, 3 Brüder sind in Albanien. Okay. Da habe ich auch Tante in Kosovo. Ja. So. Ich habe Verbindung immer einmal im Jahr mindestens gehe ich da unten. Ja. Und auf die Frage, wie bist du zufrieden jetzt mit der Entwicklung deines Landes? Ist das in Ordnung so? Und kann ist, man ist alles in Ordnung jetzt. Ja. Alles in Ordnung. Gibt es da noch so vom Krieg auch noch so irgendwie Nachwirkungen, die man merkt irgendwo? Oder? Ja, das ist nur wegen des Krieges jetzt fast 15 Jahre ja. Vor. Ist nur wegen, ist noch frisch, aber ist viel vorgekommen jetzt in ja. Kosovo. Hast du das miterlebt? Weil ich meine, ich war hier. Du warst hier, ne? Ich war hier. Okay. Ich war hier. Deswegen bin ich hier gekommen vor. Ja. Und wollte meine Familie schützen. Schützen und ja. Das war eine schwierige Zeit, aber das ist Vergangenheit. Ja. Jetzt sie versuchen wieder gut einander mit Nachbarländern da. Ja. Und wenn das passt, wir sind in Gesprächen jetzt in der ganzen Welt. Mit den USA ist auch zwischen, verdient das ganze Europa jetzt. Wird das wieder gut machen, Serbien mit Kosovo. Und ich glaube, schaffen wir das. Wir sind in einem guten Weg jetzt. Wegen einem guten Nachbar ist immer gut. Schön. Was mich jetzt einfach noch mal interessieren würde, ist, um auf die Gastronomie zurückzukommen hier in Minn. Wie ist das so eigentlich? Gibt es da Konkurrenzdenken? Oder denkst du mal so, oh, ich hoffe, ich sag mal jetzt ganz blöd, da und da ist eine Party, hoffentlich läuft die schlecht, damit die Leute zu mir kommen? Oder bist du dann eher gut mit den Leuten, mit den Besitzern? Wie ist das Verhältnis so in Minn? Erklär uns mal ein bisschen. Guck mal, diese Wort Konkurrenz hat nichts zu tun mit Hockerbar. Okay. Wegen Hockerstunde fängt,
wenn alle Lade sind zu. Ja. Und nur die Fakt ist, ich bin heute mit jedem Gastwirt hier in Minden, das bedeutet, ich habe keine Konkurrenz. Okay. Ja. Kannst du mit mir jede Laden gehen? Ist auch eine Taktik. Und jede, ja, ich bin in meinem Bar, ich meine Werbung für jede Laden. Wer Party hat, kann bei mir hängen. Man. Viele Leute sagen mir, okay, warum machst du Werbung für andere Laden? Das ist nicht für andere Laden, das ist für mich Werbung. Wie für dich? Das ist zum Beispiel Lob. Ja. Ich sage, ja, findest du das gut? Er sagt, ja, ja, das ist Werbung für mich, sage ich. Ja. Das ist schön. Das macht ja natürlich, das ist natürlich sympathisch. Ne? Also ja. Gut, jetzt hast du natürlich eine andere Öffnungszeit. Ne? Aber was ich auch viel mitgekriegt habe, ist, du bist ja auch selber auf den Partys. Ne? Du bist ja auch dann überall vertreten. Ja, ich bin überall eingeladen. Überall. Ja. Wochenende, ich bin, kann sein, 5 oder 6 Party immer eingeladen. Ja. Und Geburtstage bin ich so viel, kann ich nicht bei jeder gehen. Ja. Aber ich bin so froh. Manchmal, ich nehme ein Auto und ich gehe bei 5, 6 Party. Ja. So, nur Hallo oder bei Geburtstag gehe ich immer und gebe eine Flasche Wein oder so. Mehr Zeit habe ich nicht, sage ich. Und Hauptsache, ich gehe überall. Okay. Und ich mag das gerne. Ja. Wenn ich das höre, ist das natürlich sicherlich, macht das Spaß, aber es ist immer mit Stress verbunden. Ne? Mir gibt nur Spaß. Ja. Ja, aber es ist auch viel zeitintensiv. Ja, ist das so. Für mich ist die Frage, wie entspannt Roka? Was ist da für dich Entspannung? Wie ruhst du dich aus? Was machst du am liebsten? So im Wochenende. Ja, oder wenn du mal Zeit für dich hast, wie nutzt du die? Ja, mehr im Bett. Im Bett, okay. Guck mal, ich weiß, Freitag, Samstag, ich gebe so viel Mühe, aber Donnerstag mache ich immer frei. Ich versuche Donnerstag mache ich Ruhetag, wegen ich weiß, kommen 2 Tage hart für Hocker. Und Sonntag bin ich auch platt. Okay. Das, aber Party macht mir frisch. Okay. Ja. Hat man da Zeit für andere Hobbys? Oder hast du mal gerne Fußball gespielt oder so? Nee, ich habe, mein Hobby ist Fußball. Ganz Leben. Ohne Fußball kann ich nicht. Gucken oder spielen? Jetzt kann ich nicht mehr spielen. Okay, jetzt aber du hast mal gespielt? Ja. Was für eine Position hast du gespielt? Stürmer. Oh. Okay. Und jetzt nicht, aber ich bin so ein großer Fan. Ich weiß, wer ist der erste Platz jetzt in England, Italien. Okay. Spanien, kann ich auch, Griechenland. Erster Platz ist Tiros, zweiter Platz Pau. Genau. 72 mit 51 Punkten. Nicht schlecht. Und dritter Platz hat 49 Punkte. Okay. Und verfolgst du in Deutschland auch Fußball? Ja. Was für ein Fan bist du? Ich bin für Hannover. Hannover? Okay. Ja. Also ein bisschen nah ran. Ne? Okay, nicht schlecht. Ich bin Bremen-Fan. Ich bin schon lange gewesen. Naja, okay. Also Fußball ist eine Leidenschaft. Ja. Ne? Deswegen bin ich stolz, wo mein Sohn spielt Fußball, okay. Landesliga. Ja. Und ich bin jedes Spiel da, wo er spielt. Immer. Okay. Immer. Ja. Schön. So. Danke für den Kaffee. Ja, gerne. Gerne geschehen. Super. Fand ich auch sehr lecker. Dankeschön. Der Jägermeister auch auf jeden Fall. ich hätte jetzt, glaube ich, mal vor der Lust, einfach mal ein paar Leute auf der Straße zu fragen, was sie von dir halten. Wollen wir es mal machen? Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ne? Ey. Das muss ich sagen. Wollen wir? Ja. Entschuldigung, ja. Eine Sekunde vielleicht. Costa von uns Family TV. Oh, sehe ja, die Frage übrigt sich. Hallo erstmal. Ja, hallo. Ihr kennt ihn schon? Ja, ne? Ja. Unser Freund Hoka. Wir drehen so eine kleine Doku über ihn. Ja. Ihr wart also schon mal in der Hoka-Bar? Ja, natürlich. Und warum geht ihr da gerne hin? Wegen ihm, ne? Wegen ihm? Er ist auch ein Landsmann von uns und ja, man versteht also sich. Ja, die Atmosphäre ist da immer ganz cool. Man respektiert sich gegenseitig. Ja. Offene Atmosphäre, man chillt. Man hört auch nichts, keine Probleme. Ja. Eigentlich
laufende Stimmung. Ja, und er trinkt gerne Jägermeister. Ja, das sowieso. Alles klar. Habt ihr den Feuertanz auch schon mal gesehen? Feuertanz? Nein. Noch nicht gesehen? Nur halt eine Runde von Jägermeister mitgekriegt. Beim Fußballspielen ist bei ihm Atmosphäre, wenn sein Team gewinnt, immer eine Runde. Okay, alles klar. Super, dann viel Spaß noch. Danke. Ciao. Tschüss. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz stören? Ich habe mal eine Frage. Wir drehen heute für Family TV über den jungen Herrn eine kleine Doku. Kennt ihr den? Wisst ihr, wer das ist? Ja, das ist doch der Besitzer von der Hoka-Bar. Genau, der Besitzer von der Hoka-Bar. Warst du schon mal, also du warst auch schon mal da? Ja. Warum bist du da gerne hingegangen? Oder sagen wir mal so, wie fandest du deinen Besuch dort? Ach ja, ich fand's sehr schön. Ja? Die Menschen da waren nett, die Atmosphäre war toll. Ja. Und hast du auch mitgekriegt, dass er gerne Jägermeister trinkt? Ja. Ja? Hat er einen ausgegeben? Natürlich. Echt? Natürlich? Ja, super. Nee, das war's eigentlich schon, ne? Also ihr seid wieder gern gesehene Gäste, oder? Ja. Auf jeden Fall. Also verdient neuen Jägermeister bei mir. Okay. Ja, super. Dann danke ich euch. Schönen Tag noch. Ja, danke. Vielen Dank. Ja. Tschüss. So, jetzt hatten wir einige Meinungen von Leuten, die wir auf der Straße getroffen haben. Aber jetzt haben wir jemanden bei uns, wo ich behaupten würde, dass diese Meinung, glaube ich, Hoka am allerwichtigsten ist. Und zwar seine Frau. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir machen ja heute eine Doku über Ihren Mann, begleiten ihn so den ganzen Tag und Sie werden es nicht glauben, ich habe ihn heute schon aus dem Bett geschmissen, ich war also schon bei ihm zu Hause. Und ja, wir haben gerade einen Kaffee getrunken, waren jetzt gerade ein bisschen unterwegs und jetzt, wo wir Sie schon mal hier haben, brennt mir natürlich folgende Frage auf dem Herzen. Wie ist das mit so einem bekannten Mann, wo man nicht 3 Meter gehen kann, ohne dass jemand ihn grüßt? Wie kann man mit dem so, ist das in Ordnung so? Ja, ist auch schön. Ja? Weil oft sogar sage ich, guck nach links. Ja. Weil jemand möchte ihn begrüßen, aber er sieht nicht dann. Ja. Und dann guck nach links, ja. Weil jemand möchte dich begrüßen oder guck nach links oder ja. Aber ist schön. Ja, auch schön. Ist wenn, schön wenn ich sehe, dass mein Mann alle Leute lieben. Ja. Weil ist er auch. Ja? Zu ist ein liebevoller. Ja. Ist das liebe? Er hat schon aber erzählt, er kann Haushalt, hilft er nicht gerne. Aber du sagst, er kann bestimmt gut kochen, aber oder? Am Kochen ja. Am Kochen. Kochen kann er gut, ne? Ja. Kochen kann er gut. Du hast auch als Koch gearbeitet, ne? Sonst schafft er, kann er nicht. Ja. Weil ist genug, was ich mache. Ja, harter Job, was er hat. Ja. Wir hatten morgen natürlich schon das Thema, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt immer eine starke Frau. Das sind Sie in dem Fall. Sie machen auch die Buchführung, haben wir morgen erfahren. Das macht doch keinen Spaß, aber, oder? Bin ich schon gewöhnt. Ja? Bin ich schon gewöhnt. Okay. Und wie sehen Sie das so? Vermissen Sie die Zeit auch, wo er Schauspieler war? Oder ist jetzt, also wenn Sie sich noch mal entscheiden dürfen, sagen Sie jetzt so, wie es ist das gut oder wo er Schauspieler war? Was? Wo hatten Sie mehr von ihm? Letztes Jahr hatte ich auch mit der Schauspielerei, was er überall in Deutschland, bei zwischen Albaner das gemacht hat. Ja, zu sagen, wir sind in Deutschland gekommen und unser Berufe sind auch ein bisschen zu opfern, ja? Ja, okay. Deswegen bin ich dann gewöhnt, dass er das Hoka-Bar hat, dass er mit Leuten immer in Kontakt ist, weil so ist es auch. Er kann nicht ohne Kontakt mit Leuten bleiben. Ja. Und macht uns Spaß. Manchmal gehe ich auch in den Laden, wenn Live-Musik ist. Ja, mit Drehpassen. Mit Drehpassen war ich auch. Ja. Meine Frau ist für gemütliche Atmosphäre. Sonst mag ich nur Kino oder Kleinkaffee, Restaurant. Und Jägermeister? Mögen Sie Jägermeister? Nein, habe ich nicht. Haben Sie noch nie probiert? Okay. Probiert, probiert. Auch nicht schlecht. Ein Glas Wein ist okay. Aber alles klar. Mehr schaffe ich nicht. Okay. Und haben Sie ihn schon mal beim Feuertanz gesehen? Ja. Und haben Sie dann Angst um Ihren Mann? Nein, weil... Er weiß, es geht, ne? Er weiß, es geht. Ja, ich danke Ihnen vielmals für das kurze Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Oh, danke. Tschüss. Ciao. So, wenn wir hier so durch die Stadt wandern, dann seht ihr ja, dass das Bild immer voller wird. Wir treffen immer wieder neue Leute. Und jetzt haben wir den Alexander Jäger getroffen. Ein guter Freund von Hoka. Und das wollen wir natürlich gleich nutzen, dich ein bisschen auszuquetschen über den guten Mann. Gerne. Und ich würde, glaube ich, mal anfangen mit der Frage, wie würdest du Hoka einfach kurz beschreiben? Einfach so den Mensch Hoka.
Der Mensch Hoker schafft es einfach, die Leute zusammenzubringen. Wenn man bei ihm dann in seiner Kneipe ist, dann sitzt man mit wirklich mit all möglichen Leuten zusammen. Man trifft alles Mögliche vom Weiz-Chef bis hin zu Ingenieuren. Und da ist wirklich dann eine sehr breite Schicht, die man da antrifft. Und das schätze ich halt an Hoker, dass man einfach eine sehr lockere Atmosphäre hat, mit dem halt wirklich dann mal auch einen schönen Abend verbringen kann. Man sitzt gemeinsam und er hat irgendwann mal einfach dann so, ach ja, komm, wir setzen uns alle zusammen, auch schon oft erlebt. Und dann sitzt man plötzlich mit 5 Leuten zusammen, hat sehr, sehr schöne Gespräche, die dann wirklich von bis gehen und die dann auch zum Teil auch weiter auch beruflich weiterbringen und sehr schöne Kontakte, das schätze ich an ihm. Ja. Und wie bist du das erste Mal oder wie habt ihr euch kennengelernt? Gibt es da eine lustige Geschichte zu? Das ist ganz standardmäßig gelaufen oder? Ach, das hat sich so alles 2009 entwickelt. Da haben wir den zweiten Piratenpartei-Stammtisch bei Hoker gemacht und seitdem kenne ich ihn. Und ja, jetzt sind es ja auch schon bald 5 Jahre im September, seit ich den Hoker kenne. Und ich sehe ihn regelmäßig und wir unternehmen auch was zusammen. Treffen uns auch immer wieder auf anderen Veranstaltungen, weil er geht erstmal noch abends hier erstmal noch schön durch die Stadt gucken, was los ist, weil für ihn ist das immer interessant. Okay, die Leute, die sehen ihn, die kommen dann später zu ihm und später ist dann halt die Party bei Hoker. Ja. Und du bist auch Jägermeister Trinkfest wahrscheinlich? Hin und wieder, wenn ich muss, okay, dann trinke ich auch einen Jägermeister. Ja, ist doch bekannt, also ist ganz lustig, wir haben auch noch nicht die Geschichte hinter dem Jägermeister erzählt, also die kommt noch später. Ja, und jetzt so, ich stelle mal noch so eine bohrende Frage. Was glaubst du denn, wie kann man Hoker ärgern? Ne? Weil ich sehe den ja immer so lächelnd und sympathisch. Ne? Glaubst du, man kann ihn auch ärgern? Nein. Nein, ne? Dafür den kannst du nicht ärgern. Okay, also hast du in den 5 Jahren eigentlich nie so richtig ärgerlich erlebt? Doch, hin und wieder mal, klar, wenn es irgendwie mal ausnahmsweise mal Probleme gibt. Ja. Da merkt man auch, er hat auch einen harten Kern, aber sonst ist er immer eigentlich sehr, sehr lieb und nett und freundlich. Ja. Wie man halt ihn auch kennt, weil ich denke mal, alle anderen kennen ihn nicht anders. Ja. Schön. Ja, dann bedanke ich mich und ich weiß nicht, heute Abend sind wir auch in der Hoker, bist du auch da? Ja, mal schauen, ja? Wenn ich die Zeit finde. Ja, dann denke ich mal, ohne Glas geht nicht, dann trinken wir vielleicht einen Jägermeister zusammen. Alles klar. Ja. Okay, danke schön. So, jetzt sind wir genau an dem Punkt angelangt, wo wir einen kleinen Break machen. Ich würde dich jetzt gleich entlassen, ne? Und würde dich voll und ganz an der Frau übergeben für die Samstagseinkäufe. Und ja. Es macht, glaube ich, am meisten Sinn, wenn wir uns einfach heute Abend in einem wahren Leben wieder treffen und in einem richtigen Zuhause, hätte ich fast gesagt, und zwar in deiner Bar, oder? Das ist ne. Okay, alles klar, bis später.